Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Markus Strelitz. Wir sind hier auf der Produktronica und ich freue mich, hier am EPP-Stand Harald Eppinger begrüßen zu dürfen, verantwortlich für European Sales bei Koyang. Herr Eppinger, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Koyang, auch dieses Jahr wieder vertreten auf der Produktronica. Vielleicht können Sie kurz ein bisschen erzählen, was denn so im Mittelpunkt des Messeauftritts dieses Jahr bei Ihnen steht. Gut, ja, wir sind ja bekannt im Bereich SPI und AOI. Mittelpunkt steht ganz klar das Etablieren der 3D-Technologie. Mhm. Ist ja schon lange im Gespräch, man sieht es im Markt, es kommt immer mehr. Wird auch in der Akzeptanz der Kunden jetzt deutlich sichtbar. Die Nachfrage ist klar da, ist eine Veränderung in dem Bereich und die Kunden sind halt da und wollen wissen, was geht. Selbstverständlich in dem etablierten Markt, dem SPI-Markt, da müssen wir neue Features liefern und da wollen die Leute sehen, wo geht's hin, was gibt's Neues und was machen die anderen Märkte, was können wir da anbieten. Okay, also Stichwort 3D, das ist ja eine Technologie, die sich jetzt immer weiter etabliert. Woran liegt das im Prinzip? Sind jetzt die Technologien ausgereift? Ist jetzt der Nutzen quasi auch immer deutlicher sichtbar? Wie das bei vielen technologischen Vorreitern immer wieder passiert, ist eine frühe Akzeptanz da. Da gibt es die Early Adapters, die sagen halt einfach, wow, das ist eine Technologie, die möchte ich haben. Auf der anderen Seite gibt es die Skeptiker, die sagen, schon wieder was Neues, was anderes, machen wir schon 20 Jahre AOI. Okay. Das hat es getan, wir wissen genau, wo wir stehen. Es hat eine Weile gedauert, wir haben 3D vorgestellt im AOI-Bereich. Konnten in der Zwischenzeit wirklich nachweisen, dass diese Technologie auch wirklich das hält, was man verspricht. Mhm. Quintessenz an dem Ganzen ist, dass jetzt die installierte Basis halt so weit ist, dass es sich halt ja, nachweislich rechnen lässt. Mhm. Und diese Akzeptanz, die merken jetzt, die Leute fragen ganz gezielt, kann ich es bei mir einsetzen, reicht es bei meinem Produkt, sind wir schon so weit? Und diesen Trend, den merkt man halt sehr schön. Okay. Ich denke, dass das Nutzenpotenzial ist jetzt auch relativ groß, was 3D betrifft. Eins ist ganz klar, das Thema AOI, und ich bin selber über 25 Jahre im Vertrieb für AOI-Produkte. Die größte Problematik ist nach wie vor Programmierung. Ja, das ist ein Mittel zum Zweck, es muss sein irgendwie, aber je länger das es dauert, desto, ja, wie soll man sagen, mehr kostet es. Das Thema in dem Zusammenhang Fehlalarme und den Schlupf dazu und das stetige Nacharbeiten und das 3D weg von der klassischen Bildverarbeitung in Messwerte, in eine Zahl, in eine klare Zahl, wo man sagt, entweder ist drin oder ist es draußen. Das wird Kosten reduzieren im Programmierbereich und natürlich auch in der Stabilität des Programms, letztendlich mit der Fehlerdetektion. Okay, also weil man jetzt klare Werte quasi hat und keine interpretierbaren Bilder sozusagen. Eigentlich geht es darum, dass man Werte hat, die alle Beteiligten in einer Fertigungsumgebung neben dem eigentlichen Programmierer diskutieren können. Mhm. Also 120 μ sind auf der ganzen Welt 120 μ. Mhm. Plus minus 10%, das heißt, es ist eine ganz klare Aussage. Mhm. Das hat auch bei den Global Accounts einen riesen Vorteil. Sie können plötzlich Prüfphilosophien und Richtlinien ausgeben. Denn vorher war es eine Interpretation, die in den verschiedenen Regionen durchaus unterschiedlich sein kann. Mhm. Aber eine Zahl ist eine Zahl. Mhm. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und das macht das Produkt eigentlich, sagen wir mal, zum Messmittel. Mhm. Ein bisschen weg von der Interpretation, sondern ganz klare Ergebnisse. Okay. Von welchen Unternehmen kommt da diese verstärkte Nachfrage, von der Sie jetzt gesprochen haben? Mehr, sagen wir mal, der Automobilbereich ist da mit Sicherheit führend. Natürlich auch sehr vorsichtig in der Akzeptanz. Aber ganz klar, wir konnten einige Kunden gewinnen in dem Bereich, die halt sagen, auch gegenüber den Auditoren, das ist meine Methode, das ist das Ergebnis und das versteht auch ein Auditor, das versteht jemand, der nicht direkt mit dem Fertigungsprozess oder halt mit der Bildverarbeitung zu tun hat. Das ist ein Riesenvorteil, klare und transparente Vorgaben, erfüllbare Vorgaben. Auf der anderen Seite natürlich auch alle vom Mittelstand, der natürlich in dem Thema Programmieraufwand durch seine flexible Fertigung
immer mit dem Rücken an der Wand steht, programmiere ich oder ist das Produkt schon verkauft? Und natürlich dann auch mit der Sicherheit der Fehlererkennung. Des Weiteren kommt halt immer mehr dazu, Kosten eskalieren oder explodieren in Europa. Wir müssen gucken, dass wir auch Personal sinnvoll einsetzen, nicht für unnötige Dinge. Und dann ist das Thema Reparatur und Nicht-Reparatur, indem man eben die Prozesse vorher in den Griff bekommt. Wir gehen weg vom Gatekeeper, den Fehler zu erkennen. Wir gehen eigentlich dazu über, den Prozess zu visualisieren und rechtzeitig einzuschreiten, bevor der Fehler kommt. Die Reparatur ist indiskutabel, in vielen Produkten gar nicht erlaubt. Mhm. Ist denn 3D so einer der derzeitigen Trends, die Sie sehen? Und gibt es weitere? Gut, auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, der Trend in Messen ist da. Okay. Der ist jetzt im AOI-Bereich ganz klar sichtbar. Man kann über die Messe laufen. 3D ist in aller Munde, im AOI-Bereich. Andere Trends halt im Pasteninspektionsbereich ist ganz klar. Das Thema Paste und Inspizieren ist jedem bewusst. Man braucht es, um sagen wir, Produktqualität zu halten und letztendlich auch den Prozess zu stabilisieren und den Prozess sicherzustellen. Aber es geht immer mehr darum, der Kostendruck bei den Kunden ist halt da. Man geht in preiswerteren Einkauf, billigere Leiterplatten. Wir haben ein neues Produkt oder ein neues Feature am Produkt, das ist Foreign Material, Verunreinigung, Kontamination, was bei den kleineren Bauformen immer mehr zur Schwierigkeit wird, dass halt irgendwas nicht auf der Leiterplatte, was da nicht hingehört, was da dringend weg muss und nicht in den Prozess vom Löten einfließen sollte. Also neue Features auf der Core Technology, aber halt um den Kunden noch mehr Add-on-Value zu geben beim Einsatz von SPI. Okay. Wie ist denn grundsätzlich die Marktsituation jetzt für Koyang 2013 und können Sie so einen kleinen Ausblick für 2014 geben? Also wir sind auf jeden Fall zufrieden mit 2013 für Europa. Klar, wir können uns nicht unbedingt mit den asiatischen Märkten vergleichen, wo ein Wachstum ist. Man sieht ganz klar, Technologie wird ausgetauscht. Technologie muss den neuen Trends der Miniaturisierung folgen. Da sieht man ganz deutlich, da sind Investments da. Auch die Bereitschaft, in die neue Technologie reinzugehen. Und ich sage, auch den nächsten Schritt zu wagen ist da. Also nicht nur im Top-Bereich, sondern auch im gesunden Mittelstand. Da den richtigen Weg zu gehen für 2014, würde ich sagen, sieht sehr gut aus. Pasteninspektion ist etabliert. Das ist ein normales Wachstum. Und unser größtes Wachstum sehen wir halt auch in dem 3D-AOI-Bereich, weil natürlich auch einige Marktbegleiter halt einfach nicht mehr da sind und Maschinen, die vor 3 oder 4 Jahren verkauft worden sind, jetzt einfach an die, an die Nutzbarkeitsgrenze stoßen und damit ist Potenzial da. Okay. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, alle Beteiligten. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei den Hausaufgaben, die zu machen sind. Die Aussichten gingen ja sehr positiv. Und Herr Eppinger, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Messe. Danke. Gute Zeit. Danke. Ja.